Hallo, ich bin Markus von Roots of Change. Das folgende ist eine von mir genehmigte Videoübersetzung von AudioDub. Genieße es. Ich bin ein bisschen nervös, wenn man nicht weiß, wann man das Indo leiten soll. Der Wind hat etwas nachgelassen. Sie brachten mich zur Polizeistation und sagten mir, ich solle zu ihnen ins Auto steigen. Ich sagte ihnen, keine Motoren. Sie sagten, es ist weit, aber wie weit kann es noch sein? Ich bin gerade 100 Kilometer mit dem Rad gefahren. Ich schaue Kaffee. Hübscher Standard, hier trocknet es neben der Straße. Hier sind einige grüne Beeren. Nicht zu weit weg von den Hühnern und den Jungs. Man kann einen Hahn hören. Sehen Sie sich den ganzen Kaffee an. Gutes Material und ein schönes Fahrrad. Ich hatte gerade einen versuchten Raubüberfall hier auf der Straße. Zwei Typen auf Motorrädern versuchten, mich von meinem Motorrad zu schubsen und ich schubste ihn dort von seinem Motorrad. Dann zerstreuten sie sich und ich winkte das Auto hinunter. Ich sagte, holen Sie die Polizei. Ich schrie sie an und sagte, was machen Sie da? Und dann fuhren sie los und eine Dame hielt an und bot ihre Hilfe an und sie versuchte, mich dazu zu bringen, in den Lastwagen zu steigen, damit es sicherer war. Aber ich fuhr weiter, weil ich dachte, sie würden nichts tun. Und dann sah ich dieses Festival mit all diesen tollen Typen. Ja, sie versuchen, mich zu überzeugen, zu bleiben und mit ihnen zu essen. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte meinen Freund Echurup besuchen. Mein Freund hier wird mich also begleiten, um mich in Sicherheit zu bringen, was super erstaunlich ist. Er ist wirklich fantastisch. Ich sollte sicher sein. Und hoffentlich werden diese Jungs erwischt, weil sie den Weg dorthin gegangen sind. Ich nehme an, dass sie mir vielleicht von Lubengu aus gefolgt sind. Und da drüben sind auch Typen. Also, ja, ich fühle mich ziemlich sicher mit diesem Herrn hier. Hier ist der Platz von Rahim. Ich bin hier in Rahims Haus und er hat mir ein paar Donuts und Wasser gebracht. Und ich habe meinen Chepadak, Jambu und Guave. Und Mineralwasser. Ja, heute wäre ich fast ausgeraubt worden. Ich habe diese Typen gesehen. Zuerst kamen sie neben mir und haben mich etwas gefragt. Sie haben gemurmelt und waren nervös. Dann sah ich, wie ein anderer Freund von ihnen vor mir auftauchte. Aber ich merkte, dass sie nicht Hallo sagen wollten und nicht anhalten wollten, um sich ein Selfie zu holen. Sie wollten warten, bis sie irgendwo waren, wo niemand sonst in der Nähe war. Und ich konnte deutlich erkennen, dass sie etwas vorhatten oder mich ausrauben wollten. Instagram Live, er filmt mich, während ich mich selbst filme.
Natürlich nicht zu weit voraus, vielleicht einen halben oder ganzen Kilometer. Immer noch dort, wo es einige Häuser in der Nähe gab, aber zu der Zeit gab es keinen Verkehr. Einer der Jungs kam und zog direkt vor mir, und ich wich um ihn herum aus. Und dann kamen die anderen Jungs hinter mir hoch. Und als die ersten, die hinter mir angehalten hatten, neben mir auftauchten, versuchten sie, mich zu packen, und ich schubste sie. Und dann bekamen sie Angst und rannten vor mir her, und ich winkte in den Verkehr, und ich dachte, Hilfe! Die zwei Typen wollten mich ausrauben. Und natürlich weiß ich nicht, wie ich das in Bahasa Indonesien sagen soll, aber die Leute verstanden es, und sie hielten an, und dann hielten noch mehr Leute an. Und dann kam diese Dame, die Englisch verstand, und half mir aus. Und hinter mir war ein Lastwagen, der sich nicht mehr fragte, was los war, und sie hatten mir angeboten, mich in ihrem Lastwagen mitzunehmen. Aber natürlich, es waren 3 Jahre ohne Motor. Und obwohl ich beinahe von 4 Typen auf 2 Motorrädern ausgeraubt worden wäre, wollte ich nicht in den Lastwagen steigen. Ich habe der Dame gesagt, wollen Sie auf dem Rückweg zur Polizeiwache gehen? Und ich sagte, nein, ist schon gut. Ich fahre einfach weiter. Ich bin sicher und sorge dafür, dass immer Leute um mich herum sind. Und sie hat sich vergewissert, dass nichts gestohlen wurde, dass es mir gut geht und dass das Fahrrad in Ordnung ist. Und so fuhr ich wieder bergauf und dann kam ich zu einer Party. Da hingen ein paar Jungs herum und tranken Kaffee. Sie riefen mich zu sich und ich hielt an. Sie sagten, trinken Sie einen Kaffee und entspannen Sie sich ein bisschen. Bald nachdem ich dort angehalten hatte, sah ich die beiden Jungs auf den Motorrädern wieder, die im Kreis zurückfuhren, wahrscheinlich weil sie nach Hause fahren müssen. Ich glaube nicht, dass sie versuchen wollten, mich wieder zu erwischen, denn das wäre dumm gewesen. Es ist möglich, dass sie es waren. Aber sie sahen mich und ich sagte allen Jungs, da sind sie. Und sie drehten sich um, bevor irgendjemand einen guten Blick auf sie werfen konnte, und sie gingen eine Seitenstraße entlang, und ich weiß nicht, wie weit diese Straße ging. Schließlich, nach einer Weile, die ich auf dem kleinen Festival verbrachte, bot mir einer der Jungs dort an, mich auf seinem Motorrad zu begleiten. Und so sagte ich, okay, sicher. Und er begleitete mich etwa 5 Kilometer bergauf. Und dann sind wir auf ein paar Polizisten gestoßen und er hat mich den Polizisten übergeben und die Polizisten haben mich begleitet. Und dann hat mich die Polizei einem anderen Mann auf einem Fahrrad übergeben, der mich zu seiner Polizeistation begleitete und mir anbot, auf die Station zu kommen, aber das wollte ich eigentlich nicht tun. Und an diesem Punkt hat er mich im Grunde genommen einfach verlassen. Es ging noch eine Weile bergauf und dann ging es bergab bis zu der Stelle, an der ich Rahim traf. Hier ist Rahim. My name is Rahim, asal dari sekarang kami berada di rumah saya di Kabupaten Raja Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Fantastisch. Und Rahim ist selbst Radfahrer. Und er ist Teil der Radsportgemeinschaft von Raja Labo. Er hat eine coole Radsportgemeinschaft. Und mein Freund in Lubuk Lenggau, Jeff Run, hat mich ihm vorgestellt. Und er kennt auch die Leute in Yambi und er hat mich auf den letzten 10 Kilometern begleitet. Meistens bergab, zum Glück, zu seinem Platz. Und da sind wir jetzt. Wir werden ein paar Donuts und ein paar Jumpedex essen. Das ist ein Tag. Ich muss Ihnen sagen, dass mir das Herz klopfte, als diese Diebe in der Nähe waren, weil ich nicht wusste, ob sie ein Messer oder eine Pistole gegen mich ziehen würden. Es war ein schlechter Zug. Sie haben es nicht an der richtigen Stelle getan und sie haben es nicht bei der richtigen Person getan. Aber es ist scheiße, denn jetzt werde ich ein bisschen nervöser sein, wenn ich auf dem Fahrrad sitze. Immer, wenn ein Motorradfahrer hinter mir auftaucht, denn das passiert ständig. Meistens sind sie nur neugierig und lächeln. Oder manchmal wollen sie anhalten und ein Selfie mitnehmen. Wissen Sie, so läuft das. Ich werde aber nicht zu nervös werden. Das ist gut. Ja, das ist gut.